So, liebe Zuschauer, soweit die gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Nach seiner Wiederwahl traditionsgemäß der erste Besuch führt ihn nach Berlin. Wir wollen darüber sprechen. Ich grüße Professor Stefan Fröhlich, Politikwissenschaftler. Hallo. Ja, Sie haben gesagt, die beiden Herren, wir wollen Europa neuen Schwung geben. Sie haben die wichtige gemeinsame Einigung in Sachen Ukraine in Aussicht gestellt. Man fragt sich, die deutsch-französischen Beziehungen, die sind sehr eng. Es wurde aber immer wieder gesagt, Berlin, so waren zumindest die Fragen der Kollegen dort auch, ist ein bisschen sehr zögerlich, was man im Prinzip der Bundesregierung vorwirft. Ja gut, es ist ein altbekannter Vorwurf und bis zu einem gewissen Grad. Wir haben zwar an der Reaktion vom Bundeskanzler natürlich auch gemerkt, dass er mittlerweile auch auf diese Frage, da würde er immer, ich würde mal sagen, quicklebendig und ist dann auch präsent. Und ich kann irgendwo auch verstehen, die Position, auf die er sich immer wieder zurückzieht. Wir tun das, was andere auch tun. Wenn man genauer hinschaut, ist das bis zum gewissen Grad richtig. Es geht eigentlich mehr so ein bisschen um das Timing, die Zögerlichkeit. Das wird man im Moment noch nicht so richtig oder ist man. Das Makel haftet ein bisschen der Bundesregierung natürlich an, weil tatsächlich manche Entscheidungen immer erst nach sehr intensiven Diskussionen, wie es nun mal Tradition hat in diesem Land, gerade im außenpolitischen Diskurs, bei solchen heiklen Fragen der Fall ist. Aber ansonsten glaube ich, tatsächlich, dass natürlich Europa und auch die deutsch-französische Achse und der Motor ganz logischerweise einen neuen Impuls erfahren hat, insbesondere was die außen- und sicherheitspolitische Zusammenarbeit anbelangt. Wie die sich jetzt am Ende dann übersetzen wird, wir haben den Bundeskanzler gehört, und wie nachhaltig das sein wird, solche Stichworte, wie die hier gefallen sind, strategischer Kompass und eine europäische Armee und eben, was wirklich besonders interessant ist, Mehrheitsentscheidungen gar in der Außen- und Sicherheitspolitik, die für uns eigentlich lange Zeit ein Tabu waren. Erstaunlicherweise stand das tatsächlich schon im Wahlprogramm auch der SPD, der Sozialdemokraten und der Grünen im Übrigen auch, was sehr erstaunlich gewesen ist, das muss man schon sagen. Aber man muss sehen, auf der anderen Seite, dass ungeachtet der Einigkeit in Bezug auf die Einordnung der Invasion des Kriegs in der Ukraine im Detail, wie so immer, das ist ja bekannt, Teufel steckt im Detail, doch natürlich auch noch unterschiedliche Positionen in manchen Dingen gibt. Und wie am Ende die Koordinierung, das ist ganz zentral, die gerade in der Industriepolitik, in der Rüstungsindustrie, wie diese dann funktioniert und ob es tatsächlich auch zu diesen Mehrheitsentscheidungen dann kommt, das wird man abwarten müssen. Wir haben gehört, 2%, da wird mehr Finanzen wollen, da wird mehr geliefert, da wird mehr getan. Aber es gibt natürlich schon noch in einigen Dingen Differenzen, auch gerade mit Blick auf die Frage der Unabhängigkeit der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Mehr Souveränität. Von den Vereinigten Staaten, von der NATO, mehr Souveränität, strategische Autonomie lautet dieses Zauberwort natürlich immer. Und da hat Macron, da haben die Franzosen schon weitergehende Vorstellungen teilweise als die Bundesrepublik, das muss man klar sagen. Und das gilt auch für andere Punkte, wo ich auf der anderen Seite, Stichwort Industriepolitik, wenn wir Klimaschutz hören, Energiesicherheitspolitik, das gilt dafür auch. Es gibt zwar deutlichere Signale, dass man auch hier voranschreiten will, aber das wird durchaus mit Schwierigkeiten verbunden. Ja, Sie haben das gerade angesprochen, die Klimaschutzpolitik, also die Energiewende. Frankreich geht da traditionell, müsste man schon sagen, mit der Atomkraft einen ganz eigenen Weg. Und Sie haben jetzt auch einen Weg gefunden, dass man das sogar noch als grüne Energie einstufen kann, was Deutschland natürlich völlig anders macht, die Klimawende. Vollkommen richtig. Die Bundesregierung ist natürlich in einer vergleichsweise wesentlich unbequemeren Position und Situation. Und das haben wir ja auch wiederum an der Debatte gesehen, gerade mit Blick auf die Frage, kommt es zu Sanktionen auch im Energiebereich? Und ob das die Frage jetzt haben wir, also droht das Ölembargo tatsächlich? Die Europäische Union hat sich, die Kommission hat sich geeinigt, die Bundesregierung zieht hier eben auch mit. Wären Sie denn dafür? Es gibt ja die deutsche Industrie, die zum Beispiel warnen und sagen, das schlägt massiv auf uns zurück. Naja gut, ich meine, das ist ja etwas, wir haben ja gehört, dass es so einen schrittweisen Ausstieg geben soll und dass die Industrie hier natürlich, also sehr schwierig zu beurteilen, muss man so sagen, dass aus der Industrie natürlich andere Töne kommen als von vielen Ökonomen und Wirtschaftsexperten und auch Wirtschaftsforschungsinstituten, die sich hier auch nur bedingt einig sind. Die einen sagen, also warnen vor 10% Einbußen gar im Worst-Case-Szenario der für die Bundesrepublik im BIP. Andere sagen, das wird vielleicht bei 4-5% liegen. Ich meine, das sind natürlich dramatische Zahlen, das ist überhaupt keine Frage. Aber deswegen. Sie
Sie wären dafür, wenn es ums große Ganze geht, sozusagen. Naja, um das große Ganze. Ich bin der Meinung, man muss sich, die Bundesregierung wird sehr wahrscheinlich, das sehen wir ja, steht der Tropfen höhlt den Stein, kaum darum herumkommen, dass das kommt. Und das findet ja auch die Zustimmung. Allerdings wird sie immer wieder darauf drängen, dass das natürlich nicht abrupt passiert, dass es tatsächlich, wie jetzt eben auch mit Blick auf das Ölembargo geplant, erst in ein paar Monaten, also dass der schrittweise, wie es immer so schön heißt in unserem Jargon, Ausstieg aus dieser Abhängigkeit ist. Und ob das Ganze auch noch beim Gas kommen wird, das steht auf einem ganz anderen Punkt. Da hören wir natürlich aus der Bundesregierung ganz klar kritischere Stimmen, dass das nicht so schnell möglich ist wie beim Öl, wo tatsächlich auch natürlich eher Ersatz gefunden werden kann. Ja, aber langfristig wird man nicht dran vorbeikommen. Robert Habeck hat ja auch gesagt, das wird teuer werden für uns. Die ganzen Herausforderungen, wenn man die sieht. Und natürlich diese Unabhängigkeit in Erdöl, Erdgas von Russland, was das angeht. Ne? Das ist überhaupt keine Frage. Das wird teuer werden und das hat seinen Preis. Aber das sagt die Bundesregierung und anerkennt sie ja mittlerweile auch, dass es einen Preis haben muss. Wir wissen, dass in der die Bundesregierung, die Gesellschaft in dieser Frage mehr denn die vielleicht die Bundesregierung derzeitig gespalten ist. Wir haben das auch bei der Entscheidung im Bundestag gesehen mit Blick auf die Lieferung von schweren Waffen. Es war erstaunlich, dass ja das Parlament hier gewissermaßen die Regierung vor sich hergetrieben hat und dass man also hier aufs Parlament sich dann zurückgezogen hat und das gewissermaßen zum Anlass genommen hat. Ja, jetzt haben wir haben das Mandat dafür. Die Gesellschaft ist in dieser Frage, glaube ich, nach wie vor, was Umfragen zeigen, gespaltener. Gespalten, genau. Durchaus gespaltener. Aber das ist eben die Aufgabe auch der Bundesrepublik und der Regierung, in solchen Dingen ja, diese Überzeugungsarbeit und auch die Informationen zu liefern, der Bevölkerung klarzumachen, in welch einer Situation wir uns befinden. Und diese Situation ist kritisch und sie ist eine eben seit dem 24. Februar komplett andere. Wir leben tatsächlich in einer neuen Ordnung. Es fiel ja auch gerade bei der Pressekonferenz zwischen Scholz und Macron immer wieder das Stichwort Ukraine. Also wir müssen einen Waffenstillstand erreichen, nicht noch mehr Opfer, Friedensverhandlungen. Macron hat heute in seiner Rede zum Europatag so sinngemäß gesagt, wir müssen, wenn es um Friedensverhandlungen geht, dass die möglich werden, irgendeinen Weg finden, um Russland sozusagen vor einer Erniedrigung zu bewahren. Das klingt für mich so, als sucht man also eine gesichtswahrende Variante, dass man sich mit Russland wieder an einen Tisch setzt, um eben über Waffenstillstand und möglicherweise Frieden, wenn man das so nennen kann, zu reden. Ich glaube, dass wir können das. Wir können nur nicht beurteilen, wie weit wir das wirklich steuern können. Wie viel Druck lastet mittlerweile auf der russischen Wirtschaft, auf der russischen Regierung. Der Druck ist immens groß. Ich meine, Putin hat in den letzten 2 Monaten tatsächlich, also man muss das so sagen, eigentlich an allen Fronten ist das Gegenteil eingetreten von dem, was er sich erhofft hat. Nicht? Ich glaube auch nicht, dass er erwartet, dass an der Sanktionsfront so stark und so schnell dann eben gedreht würde. Andererseits die Äußerung von Macron, das ist problematisch und gefährlich. Sehr wahrscheinlich auch innerhalb des Bündnisses wird das durchaus von einigen kritisch gesehen werden. Denn die Frage ist ja und muss erlaubt sein und ist eigentlich, lässt sich sehr schnell beantworten. Keiner kann sich doch wirklich noch vorstellen, dass es irgendwie eine Zukunft mit Russland gibt unter Putin, unter diesem Regime. Und mit welcher auch immer gearteten Führung dann im Nachhinein, das ist alles für uns sehr schwer zu beurteilen. Im Moment ist das nicht absehbar. Natürlich braucht Putin das. Aber es geht darum, dass Putin aus diesen Verhandlungen oder aus diesem Krieg herauskommt, ohne großen Gesichtsverlust, nicht vor dem Westen. Der ist nicht mehr zu reparieren und zu kitten, vor der eigenen Gesellschaft. Vor seinen eigenen Es geht um die eigene Gesellschaft, es geht um die russische Bevölkerung. Ja. Das ist die zentrale Botschaft und das ist der zentrale Adressat all seiner Bemühungen. Und das hat man heute auch einmal mehr erlebt. Und wenn das bröckelt, ob wir dabei behilflich sein müssen, ich glaube, dass diese Lösung und die Entscheidung für eine Verhandlungslösung ohnehin nur aus dass er nicht durch Druck von außen erwirkt wird, bis zu einem gewissen Grad, dass ja, mag sein, kommt. Sondern dass das natürlich von innen kommen muss. Und auch natürlich dürfen wir die Ukraine dabei nicht vergessen. Ja. Professor Stefan Fröhlich, Politikwissenschaftler, ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.
Ja, liebe Zuschauer, und wir machen jetzt weiter hier bei Phoenix mit unserem Doku-Programm bis zur Tagesschau um 20 Uhr. Und ich sage einfach bis später.